willkommen zu einer neuen Ausgabe von JazzrockTV. Richtig. Mit dem lieben Ralf und dem Georg. Und heute freuen wir uns, dass wir wieder alte Bekannte zwar nicht zu Besuch haben, aber uns wieder mit ihm beschäftigen, nämlich Jeff Lorber und seine Jungs, die wir jetzt schon ein, zweimal getroffen haben. Ja. Und immer sehr viel Spaß hatten. Du ja schon. Also Eric Marienthal und Jeff Lorber, du warst in den USA. Georg weit gereist, auf JazzrockTV-Kosten. Ja. Hat schon viele Spesen gemacht. Und dann haben wir sie hier zweimal gesehen, dreimal. Ja. Mittlerweile dreimal, also viermal insgesamt. Ja. Ja. Wir haben auch schon ein bisschen was über sie berichtet. Liegt halt nahe, wenn die Jungs hier dauernd um die Ecke spielen. Ne? Ja, und das war auch jedes Mal, und ihr habt es ja auch gesehen in das, was wir bisher gebracht haben, es macht immer viel Spaß, den Jungs zuzugucken. Und die haben Spaß bei der Musik und das ganze Publikum geht immer mit. Also es ist immer eine Menge los. Ja. Also was auffällt, habe ich glaube ich schon mehrmals an dieser Stelle gesagt, ist halt, dass Jeff Lorber bei seinen Platten sehr im Easy-Listening-Bereich zu Hause ist und das live da ganz anders die Post abgeht. Und das ist auch der Tipp, wenn ihr gerne Jeff Lorber hört, sowieso schon mal die Kompositionen gut findet, dann geht zu den Live-Konzerten, da geht es nochmal ganz anders ab und da macht sich wirklich bemerkbar, wie gut diese Band ist, ja, die da besteht aus Top-Leuten. Ja. Ja. Also diesmal haben wir ja gesehen, wie gesagt, Jeff Lorber, Eric Marienthal, Jimmy Haslip wieder dabei von Yellow Jackets und diesmal ein Drummer auch von den Yellow Jackets, nämlich Will Kennedy. Mhm. Und das harmoniert hier wirklich ganz, ganz toll. Also das hat einen wirklich mitgerissen. Ja. Und Aufhänger für die kleine Tour, die sie gemacht haben, hier durch, ich glaube, Italien, Deutschland. In Niederlanden waren sie auch noch für ein Konzert. Aufhänger war die neue CD. Ja. Neue Now CD. Is the time. Genau. Now is the time. Leider nicht mit Will Kennedy, der leider keine Zeit hatte, so wie Jeff Lorber uns erzählte. Die wohl gerne mit dabei gehabt hätten, aber ging leider terminlich nicht. Aber dafür Vinnie Colaiuta und Dave Weckl. Mehr braucht man dazu nicht sagen, glaube ich. Alle, die sich auskennen, werden jetzt, der Puls wird jetzt etwas schneller gehen wahrscheinlich. Also neue CD und sehr gut, wir haben schon ein bisschen reingehört. Mhm. Und auf der Tour haben sie auch einige Titel von dieser CD gespielt. Das ist eine Mischung aus neuen Titeln und alten Titeln, die sie ein bisschen mit neuen Arrangements versehen haben. Eine tolle Mischung und klingt sehr frisch und wie gesagt, das irgendwie die bisherigen Platten sind ja immer so ein bisschen, war die Gefahr, dass es zu seicht wird. Also mein Problem bei Jeff Lorber ist halt immer, dass die CDs ein bisschen zu sehr easy listening sind für meinen Geschmack. Ja. Also andere Leute mögen es, klar, sonst würden die es nicht so machen. Ja, bei Bob James und Foreplay und so weiter ist es ähnlich. Ja. Und die sind einfach auf den Platten, ich weiß nicht, die Plattenfirma will halt Scheiben verkaufen, das läuft in bestimmten Kontexten, so eine Platte, und da muss es funktionieren. Ja. Bei Live-Konzerten können die Musiker natürlich nochmal ganz anders in die Tasten greifen und die Hörner zum Klingen bringen. Ja. Also wir haben die Jungs hier zweimal gesehen bei dieser Tour und haben ein paar schöne Aufnahmen gemacht hier in der Nähe und da zeigen wir euch jetzt mal einen kleinen Clip aus einem neuen Titel von dieser Platte, nämlich Dr. Moy, neuer Titel, und hör ich das mal. Thank you.
Dr. Moy von der neuen CD. Und wie gesagt, alte und neue Titel und ein Covertitel. Und den haben sie auch live gespielt. Mhm. Und für mich war es eines der besten Stücke bei dem Konzert. Also es sehr, sehr schwer. Und man hat auch den Jungs angesehen, dass sie mussten sich ganz schön konzentrieren. Also das war nicht ganz ohne. Und du hast ja mal in deiner Plattenkiste gegraben und das Original mal rausgesucht. Mhm. Ne? Das Original ist vom Weather Report. Der ganze Titel heißt Mysterious Traveler. Und wenn wir das Original hören, wir müssten mal ganz kurz hier mal das Kabel switchen. Pass auf, noch einmal, damit kein Knacken entsteht. Ziehen wir das mal kurz hier rüber. Die Plattenkiste ist gut. Heutzutage ist eine Plattenkiste halt irgendwie dann so ein Laptop, ne? Wir müssen mal so einen Beitrag machen mit so einer echten Plattenkiste. Setzen wir uns hier auf den Teppich. Plattenspieler steht da rum. So ein paar Kerzen um uns rum und schöner Plattenkiste. Das ja, genau, eine schöne Plattenkiste. Genau. Und Hippie-Mädchen, die uns leckere Getränke bringen. So. Da kommst du schon. Mysterious Traveler. Ja. Im Original von Weather Report, Joe Savinu, Wayne Shorter, sehr wahrscheinlich Alex Acuna und natürlich Jaco Pastorius. Ja. Da hat man da schon so ein bisschen Joe Savinus Faible für ethnische Varianten. Ja. Und dann die Eins, fragt sich mancher Musiker. Versuch das mal nachzuspielen. Ich habe mich ja gefragt, wieso sucht man sich so einen Titel aus, um den zu covern, oder? Ja, man covert doch sowas nicht. Man covert Bad Moon Rising. Ja, oder, ich weiß nicht, irgendwas. Mustang Sally. Ja, es sind halt andere Coverer, covern anderes. Schon sehr mysterious. Ja. Yeah. Mysterious. Who is this traveler? Ja. Na gut. Wenn man sowas covern will, dann weiß man ja gar nicht, wo man anfangen soll, oder? Mm. Ja. Ja, also. Das ist das Original und wie gesagt, die Jungs haben das, wie ich finde, grandios umgesetzt. Ups, da ist es wieder. Und das haben wir auch aufgezeichnet und schaut euch das mal an. Mysterious Traveler. We'll be right back.
Das war Mysterious Traveler, Original von Weather Report. Und jetzt von Jeff Lorber. Ja, genau. Also wie man sieht, schönes Konzert. Wir haben das ganze Konzert mitgeschnitten. Und ja, wer weiß, vielleicht sehen wir die Jungs bald wieder, wenn sie nochmal eine Tour machen. Vielleicht, CD ist gerade rausgekommen. Und lohnt sich auf jeden Fall, mal reinzuhören. Ja, und vor allen Dingen zu den Konzerten. Zu den Konzerten, kann ich das sagen. Also wer dann ein bisschen was mit nach Hause nehmen will, gerne die CD, aber die Konzerte sind eine ganz andere Welt. Ja, ja. Ich hoffe, das kommt ein bisschen rüber bei dem, was wir so mitschneiden. Mhm. Und wir haben jetzt nochmal für euch ein bisschen ein paar Highlights zusammengeschnitten. Ein bisschen Soli von Jeff Lorber, Erik Marienthal und auch den anderen beiden. Das zum Schluss. Ja, viel Spaß damit. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.